Okay, wir haben es geschafft, das Kapitel. Also danke, verrückter Hutmacher, dass du uns gerettet hast. Immer noch ein bisschen was von Leatherface aus. Nee, nicht Leatherface hier. Michael Myers will ich immer sagen. Nicht Leatherface, wie komme ich noch? Michael Myers hat. Ja, aus Halloween. Aber okay, Norton, vor allem, der steht auf einmal hinter uns. Weißt du, so mit einem halben Kopf einfach. Ich glaube, der hatte schon immer einen halben Kopf, aber das ist mir jetzt erst wirklich aufgefallen. Er hat uns gerettet, danke dafür. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ist er jetzt ein Guter oder ein Böser? Ich glaube, es war immer noch, dass er zu den Bösen gehört, aber wie gesagt, er hat uns gerettet. Und das Kapitel endet halt wieder damit, wir fallen in Ohnmacht und er steht direkt vor uns. So Standard irgendwie. Aber gut. Kapitel 5. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich Seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unserer Sicherungen gestohlen und sie in einem Tierkadaver versteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssele. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit den Memoiren von Nikolas zusammenhängt. Kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. Dieses You are not alone war wohl gemeint, dass er uns hilft. Dann wäre es aber, glaube ich, nicht so mit Blut an die Wand geschrieben. Ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich eher, dass das Geisterfresse uns helfen würde, als hier der verrückte Hutmacher. Ich weiß es aber auch nicht. Aber auf der anderen Seite hat eben der verrückte Hutmacher er hatte jetzt zweimal die Möglichkeit, uns zu töten. Und hat es beide Male nicht gemacht. Er steht vor uns, guckt und lässt uns einfach liegen. Ja, wie so ein Stück Dreck, was er aber in diesem Fall gerne machen kann. Geisterfresse taucht einfach immer nur auf und macht Buh. So, der macht ja eigentlich nichts Schlimmes. So, und der Norton jetzt gerade, ne, also abgesehen davon, dass er später noch Antivirenprogramme erstellt, der wollte uns halt wirklich an den Kragen. Geisterfresse. Ja, wie soll ich den denn sonst nennen? Das ist halt Geisterfresse. Gut, sei es drum. Aber ich blick ehrlich gesagt nicht durch. Oh, da war gerade kurz Bad Connection. Das war von meiner Seite aus. Also ich blick gerade echt nicht so wirklich durch. Wer ist jetzt auf unserer Seite? Und wenn nicht, vielleicht sind doch einfach alle böse. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist der verrückte Hutmacher in Wahrheit auch unser Vater. Und Geisterfresse ist, also der Anwalt war er nicht. Der Anwalt wird uns ja gerade in den Kragen. Vielleicht ist das der hier George Whitehart oder wie der hieß. Ja, der Kumpel ach, schlag mich so, von unserem Vater gewesen in der Mine und ich blick halt einfach nicht durch im Moment. Es sind so viele Fragen noch und ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da quasi jetzt genau ansetzen soll. Aber gut, ja, Kapitel 5, mal schauen, was das mit sich bringt. What? How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Ruf David an. Kapitel 5, Sie beobachten uns. Und ich glaube, langsam wird es in unserer Gegenwart auch nicht mehr so gemütlich wie bislang. Aber eine Anmerkung dazu. Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil woher sollte bitte der Nikolas gewusst haben, dass es später sich hier zwischen der USA und der Sowjetunion so entwickelt und was für Telegramme die abschicken? Wie hängt das zusammen? Ich meine, es ist schön, dass es funktioniert, aber es ergibt keinen Sinn. So, entschlüsseltes Telegramm. Scheiße.
Die Sowjets planen nicht nur Raketen direkt vor unserer Nase zu transportieren, sie wissen auch, was bei der CIA vor sich geht. Das heißt, wir haben einen Maulwurf im Büro. Okay. Woher wusste... Was? Woher wusste Nostradamus so viele Sachen? Nostradamus, ey. Ja. Nostradamus, echt? Gott, ey. Ja, ich hab keine Ahnung. Das ist ein Übermensch gewesen, scheinbar. Gut. Operation Totenstille in Kraft. Die Stationierung von Raketen mit Hilfe von U-Booten entlang der Westküste der USA beginnt in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Radarstörsysteme wurden getestet und sind auf voll funktionstüchtig. Aus vertrauenswürdigen Quellen ist zu entnehmen, dass die CIA immer noch am völlig veralterten Fall Woodpecker arbeitet. Warten Sie auf weitere Nachrichten. Alles klar? Bitte, du kennst ihn doch wohl. Na klar kenne ich Nostradamus, aber ich fand einfach so diesen Vergleich jetzt gerade genial. So, ach so, ich brauche ja jetzt gar nicht mehr nach Petroleum und Streichhölzern suchen. So, ist so die Angewohnheit, alles so zu durchsuchen. Ich glaube, ich sollte das trotzdem machen. Vielleicht finde ich ja doch nochmal irgendwelche Nachrichten. Oh, was haben wir hier? Oh, das habe ich früher als Kind immer gespielt. Das gab es mal in der Mickey Mouse und sowas. Finde den, ne, die Antwort oder sowas. Oh Gott. Um mehr über die berühmten internationalen Kryptoanalysen zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Code-Knackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen für verschiedene Personen. Nutzen Sie Cäsars Scheibe und lernen Sie, dass die Genies der Kryptographie kennen, die im Laufe der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind Sie der Herausforderung gewachsen? Grundsätzlich wäre das wahrscheinlich kein Problem. Die Frage ist, wollen wir das machen? I'll call David. He's been waiting for news like this. Gut, wir können natürlich auch erstmal so ein bisschen hier in unserem kleinen Spielbuch was machen. Aber ich mache das jetzt abhängig vom Chat. Wenn der Chat sagt, er möchte das Spiel spielen, dann spielen wir das Spiel. Ansonsten werde ich es erstmal außen vor lassen. Wahrscheinlich kriegt man da auch ein Achievement mit. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich es auf jeden Fall machen. Fürs Let's Play wird es aber wahrscheinlich relativ dröge werden. Deswegen, wie gesagt, überlasse ich die Entscheidung den Chat. Wenn ich das selber entscheide und sage, ja, ich mache das, werde ich erstmal wieder hinterher verprügelt werden. Nein, nicht das nehmen. Du sollst das eigentlich aufmachen, aber gut. Ist das ein Fotoapparat? Ach nee, das ist hier unser komischer, hier, ich fotografiere und scanne alles, mit dem wir auch in die Zukunft reisen können. Okay. Diese Notizen sehen immer aus, als könnte man sie lesen, aber dann wären sie, würden sie natürlich leuchten. Und dieses komische Gefäß sieht auch aus, als wenn wir damit was machen könnten. Quietsch, quietsch. Okay. Huch, die Schubladen sind alle abgeschlossen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir hier später noch was machen müssen. Hier noch ein paar Schränke. Warum sind da unten Hemden drin gewesen? Hä? Wie ist denn das? Eine Chemiestation hier wahrscheinlich. Ist auch nichts. Alles klar. Kannst du hinterher bestimmt auch noch machen, oder? Keine Ahnung. Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Wo ist eigentlich unsere Frau? Mal so gefragt. Hä? Ist das ein Korkenzieher? Oh Gott. Was auch immer das für ein komisches Teil war. Ich lasse sie einfach mal auf. Ist ja auch egal. Bislang noch nichts gefunden, was von Interesse wäre. Muss aber nichts heißen. Natürlich erstmal eine Schachtel Kippen drin. Vor allem, diese Regale sind
Die Schubladen sind echt sehr, sehr sparsam eingerichtet. Hauptsache nicht zu viel reinpacken. Oh, ein paar Schuhe ist da drin. Oh, dann ist das Ding aber auch voll. Also, puh. Das ist schon. Vor allem diese Eckschränke sind immer voll cool. Die sind voll praktisch. Ja, ein Schuhschrank für uns, einen für Frau. Jeder hat nur ein paar Schuhe. Jo. Kann ich hier Schubladen? Also ich gucke, wie gesagt, nochmal. Also die Glasdinger, wo wir reingucken können, müssen wir natürlich nicht aufmachen. Die anderen würde ich aber ganz gerne zumindest einmal kurz untersuchen. Da sind noch welche. Den kann ich nur höchstens wieder in die Hand nehmen. Die komische weiße Kiste da drin. Schwups. Und schwubbeldiwupps. Grünes Buch. Das ist ja vielleicht so Schmuddelheftchen wahrscheinlich. Oh, guck mal, den Wecker können wir wieder angucken. Zum Glück kann ich nur von zu Hause arbeiten und muss das nicht mehr hier auf Dingsuhr stellen. Das kennen wir schon. Okay. Mal alles durchwühlen. Ah, guck mal, das Portemonnaie liegt hier immer noch drin. Geil. Boff. Oh, jetzt klemmt es fest. Ist natürlich doof. Hallo? Nein, wieder drunter erst. Jetzt ein Kippen immer. Er raucht doch gar nicht mehr. Und schon wieder eine leere Pizzaschachtel. Komm hier nicht rein. Alles klar. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir hier irgendwas großartig Spannendes finden, aber man weiß es nicht. Einfach mal alles offen lassen, Frau wird sich freuen. Natürlich können wir auch wieder in den Keller gehen. Hey, super, klasse, toll. Ich freue mich. Radio? Nein! Okay, du machst das jetzt gleich automatisch. Ich möchte erst noch hier zu Ende looten oder durchwühlen. Das sind Kerzen, die weiß sind. Ich könnte die Schublade noch aufmachen. Na egal. How? Oh, fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Okay, was können wir denn jetzt hier machen? Have explicitly denied those claims. However, according to the information gathered by the CIA, the Soviets have not only placed hundreds of sleeper agents throughout the US, but they have also gone with even the most unusual ideas to get valuable intel. Wiretaps planted inside pets like dogs and cats, gigantic communications facilities like those in Cuba, codenamed Termit P and Termit S. Not to mention highly trained seducers lurking around our ambassadors. Aha, Agentin, die die Botschafter verführen sollen, okay. Ihr konntet das jetzt gerade nicht ganz lesen, weil die Facecam mal wieder drüber war. Aber ich habe das Gefühl, egal wo ich die Facecam hinpacke, die ist immer irgendwo im Weg. Oh, das war so rum. Deswegen, hoffe ich, dass ihr es mir verzeiht. Oh, danke, Spiefelköttchen. Danke, danke. Kann ich jetzt die Schublade? Jetzt kann ich die Schublade aufmachen. Okay, ist nichts drin. Gut, wir sollen einen Lokalisierer holen. Machen wir auch gleich. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich einmal noch eben hier oben durchwühlen. Ihr kennt das Spielchen ja. Manchmal ist das ein
bisschen hakelig, die Sachen hier rauszuziehen. Ist nichts drin, kriege ich nicht auf. Lal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 a. Hey, Putzklamotten! Und noch ein paar Stiefel und einen Regenschirm. Alles klar. Nehmen wir einen Haufen Bücher und so ein Kram. Hier eine Chemiestation, Farbe. Warum lagern die Farbe hier oben drin? Alles klar, geht nicht auf, weil es klemmt. Oh, da komme ich. Achso, das ist das Schlafzimmer, genau. Ich dachte schon, wir kriegen wieder einen neuen Raum. Im Badezimmer sind wir noch nie gewesen. Wir durften uns noch nie frisch machen in diesem Spiel. Ja, natürlich noch wieder ein paar Schuhe. Unsere Frau ist einfach weg. So, vielleicht finden wir ihre Schlüppers oder sowas. Was ist das für Kissen? Oder vielleicht trägt sie ja gar keine Schlüppers. Na gut, aber Beate Botox wollen wir jetzt nun wirklich nicht ohne Schlüpper haben. Hä, also die Schere. Okay, dachte schon. Bei Emma heißt sie ja, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Ich wollte die Schublade aufmachen. Hallo? Oh, so viel für nichts. Alles klar, und ein paar Kerzen. Oh, die mögen es also romantisch. Alles klar. Dann kommt hier nach Hause. Oh, wir hatten Einbrecher. Hier ist alles durchwühlt. So, da hinten ist noch. Hier können wir natürlich. Oh, hier können wir vielleicht auch noch rein. Hier ist wahrscheinlich abgeschlossen. Natürlich. Und noch mehr Kippen. Wir finden immer wieder Kippen. Hallo? Okay. Ist irgendwie komisch. Alles leer. Okay, ist auch nichts drin. Nichts von Interesse zumindest. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass wir irgendwas finden, aber ich möchte es jetzt noch wenigstens einmal bis zum Ende durchziehen. Nichts, 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 nichts. Ein Haufen nichts, 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 nichts. Und hier ist wahrscheinlich auch wieder ganz viel nichts. Ganz viele leere Schränke auf jeden Fall. Die haben, ups, die haben wahrscheinlich gar nicht genug Klamotten, um die überhaupt alle reinzuräumen. Und das, obwohl die nur so sparsam überall reingepackt haben. Das ist ein Fernseher, da ist so ein Safe. Kommst du eigentlich auf Botox? Sah die so aus? Ich finde, die hatte voll das Botox-Gesicht. Also, das war so aufgespritzt, schrumpelig sah das irgendwie aus. Also, vielleicht kommt nur mir das so vor, aber ich fand, die hatte schon echt was von so einer Botox-Tussi. Gut. Dann nehmen wir mal das Moped an uns. Quantenlokalisierer. Mit dem Lokalisierer können sogenannte Quantenspuren aufgespürt und analysiert werden, was es ermöglicht, Fragmente von Geschehnissen in der Vergangenheit wahrzunehmen, darunter die präzisen Standorte von Personen und deren Aktivitäten. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn einmal im Einsatz zu verwenden, außer im letzten Kapitel. Doch uns wurde befohlen, ihn für den Fall der Fälle immer dabei zu haben. Okay, das kennen wir ja alles schon. Finde die Quantenwolken. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal nach draußen für gehen. Wir gehen jetzt mal wieder auf Schnitzeljagd. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here, in front of the house. But maybe it's someone from the office. You know, about work. David, would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that? I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this.
Yep. I should use the localizer and see if I can find something nearby. Entschuldigung. Ja. Gut, wir wurden ausgesperrt. Keine Widerworte von unserer Frau. Gut, wir müssen also... Ah, im Haus ist etwas. Hä? Okay. Gut, wir verfolgen mal hier die Spur. Wir müssen also erstmal hinters Haus. Wahrscheinlich werden wir jetzt zu dem hier Gasthaus gelotst. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Alles klar. Hä? Okay, ganz so weit sollten wir noch nicht gehen. Hier am Baum ist was. Anomalien entdeckt. Willst mich verarschen? Okay, das eine. Bang! Ja! Also ein bisschen was von so einem Gameboy-Spiel vom Frühjahr. Wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Da hinten? Da hab ich Juhu. Feng! Juhu! Ach, hier ist noch eine. Ja, ich... That fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Okay. Ja. Von jetzt klingen immer so die Schritte, als wenn sie hinter uns wären. So. Ja, also in der Realität haben wir es mit den Sowjets zu tun und in der Vergangenheit mit irgendwelchen Untoten. Klingt super. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. Mhm. Vor allem wäre es nicht sicherer, wenn wir uns irgendwie vorher bewaffnen würden oder sowas? The lines are coming together. I'm close to the source now. Also hier, wahrscheinlich da oben in den Baumhäusern. Crossed here to the other side. I need to get over there. Hier zum Baumhaus. Können wir hier einfach durch? Achso, wir müssen ruckeln jetzt. So. Gut. Hab ich einmal verklickt, aber war nicht so schlimm. Okay. Also zu den Baumhäusern, ja. Alles klar. Ist auch wahrscheinlich überhaupt nicht riskant oder gefährlich. Okay, hier ist nichts. Außenrum einmal. Oben scheint was zu sein. Mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Wo geht's denn hier lang? Hier sind Kisten. Wie ich wahrscheinlich da hochkomme. Okay, nee, ich glaube, wir sind schon in den Baumhäusern ganz richtig gewesen. Hier komme ich nicht drauf. Ja, ist ja gut. Hä? Wo war denn jetzt dieser Eingang? Bin ich jetzt gerade ein bisschen komisch unterwegs, aber sei es drum. Okay. Ah, hier kann ich wieder. Da haben wir es wieder. Okay, war beim ersten Mal lustiger. So, das Ding da hier hin. Zack. Hallo. So. Achso, jetzt müssen wir hier wieder. Hä? Wo? Hä? Ach da!
Okay, holen wir jetzt das Ding runter. So. So. Dann haben wir das auch. So. Und wo lotst er mich jetzt hin? Hier hin. Kann ich? Ich muss da irgendwie in das Baumhaus rein. Glaube ich. First, I need to look around. Another quantum cloud may be nearby. Das ist schon klar, aber ich muss da auch irgendwie hinkommen, Kollege. Ah. So funktioniert das. Was haben wir hier? Komm ich doch gerade noch. Warum habe ich gerade so eine bedrohliche Musik? Da kann ich jetzt irgendwie gerade nichts machen. Okay, was passiert jetzt? Okay, hier hat er scheinbar gewohnt. Alles klar, so das müssen wir gleich aufnehmen. Hier haben wir noch was liegen. Ich schaue mir das jetzt einmal kurz alles an. Kennt das ja? Hier haben wir erstmal nichts. Okay. Ah, hier ist eine Klappe zum Rauskommen. Okay. Hier liegt noch so ein altes Pferd in der Ecke. Kann er uns von hier eigentlich auch beobachten? Ja, Tatsache. Zwar jetzt nicht so, dass er irgendwas in Erfahrung bringen könnte, aber wenn er uns abhört, sollte das, denke ich, mal reichen. Foto von Emma. Scheiße, ich kann das nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. 22. August 1979. Trautes Heim, Glück allein, Fragezeichen. Wie gesagt, ist nix. Alles klar. Die Sowjets sind uns also zwei Schritte mindestens voraus. Was ist das? Feuerzeug? You won't lose me so easily, you bastard! Stop! Hear me? Folge dem Spion. Boah, ist richtig kalte Verfolgungsmusik. Ach da. Bam. Wo ist er? Da. You can run, but you can't hide. Alter, ist er stark! Wo bist du, Kollege? Hä? Oh, schön. Oh, sogar mit einer kleinen Bergkugel. Cool. Bleib stehen! Oh, ich will mich hier umgucken. Ist das jetzt die alte Mine? Alles klar, also er ist hier rein. I see. Okay, hier müssen wir, glaube ich, gleich was machen. Ich glaube, er ist tatsächlich in den alten Minenschacht gerannt. Und hat natürlich hier nochmal schnell die Kiste hin platziert, dass wir auch nicht hinterherkommen können. Au, oh, voll auf den Fuß! Ah! Oh. Okay. Ach so, da können wir jetzt hochklettern. Ah, ich verstehe. Clever gemacht. So, und hier können wir wahrscheinlich wieder raus, vermute ich mal, oder auch nicht. Wir haben noch unsere Taschenlampe dabei. Es scheint so. Oder auch nicht. Ja, liebe Freunde, willkommen bei Let's Play The Forest.
Wobei ich sagen muss, dass die Atmosphäre hier... Wobei ich sagen muss, dass die Atmosphäre hier ein bisschen bedrückender ist als bei The Forest. Okay, wir sind schon groß. Und wir damit rechnen müssen, dass die ganze Zeit immer irgendwas von irgendwoher anspringt. Okay, wir müssen hier weiter crouchen, alles klar. Alter, boah, sieht schon geil aus. Wait a minute, it's him. Natürlich. Gucken wir mal, wo rennt er hin? Da oben rechts wahrscheinlich rein. Ja. Ciao. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie hier uns rüberschwingen, so ein bisschen Tarzan-like. Ich finde, das hier sieht, vor allem auch hier mit dem Wasser, was hier so runterfließt, und dem Ranken da oben, das sieht schon echt geil aus. Also wir sind jetzt offensichtlich in der Mine. Which way now? Naja, da nicht rüberzukommen, das ist immer so eine Sache, die liegt im Sinne des Betrachters. Möglich ist alles. Ja, dann gehen wir mal hier lang, was? Also die Realität hat immer so ein bisschen was von Adventure, mit Adventure zu tun, und die Vergangenheit ist halt so der Horror-Part. Ein bisschen wie bei Uncharted. Erst wie Until Dawn, jetzt wie Uncharted. Aber hey, das sind doch auch alle Spiele, die ihr gerne mal sehen wolltet. Insofern kommt ihr doch gerade voll auf eure Kosten, oder nicht? Boah. Okay. Alles klar. Das, boah. Wahrscheinlich hätten wir jetzt hier tatsächlich sterben können, wenn wir das Quicktime-Event vermasselt hätten. So. Ich habe ja Lust erstmal. Ich muss gerade an Seven Days to Die denken. Ich würde hier gerne abbauen. So. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier bald raus. Hier scheint es rauszugehen. Ah. Vor allem, wie kalt das Wasser auch sein muss, ne? Im Bergsee. So, ja, weil wir gerade dabei waren. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Achso, okay. Ich dachte, wir kommen von hier. Das sah gerade erst so aus. So, wo sind wir denn hier gelandet, hä? Alles klar. Ein altes Werkzeugteile-Lager oder sowas. Okay. So. Erstmal die kühlen Tropfen ins Gesicht, nachdem wir gerade aus dem eiskalten Wasser gestiegen sind. So, jetzt muss er doch hier wieder irgendwie langlaufen mal, oder? Ach so, ja, hier ist alles beschriftet. Da lang. Da geht's lang. Dann geh ich hier lang. Hier komme ich nicht weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Allein wie ausgearbeitet dieser Bereich hier schon wieder ist. Das ist ja Wahnsinn. Kommen wir jetzt wieder raus? Wir sind jetzt hier. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie wir irgendwie hier hinschwimmen konnten. Wir müssen irgendwie nach oben geschwommen sein. Aber jetzt sind wir quasi da, wo Monsieur langgelaufen ist. Ich schaue nochmal eben hier, ob wir noch was machen können. Nö, ne? Ich habe Angst, dass ich da wirklich runterfallen kann, dass da keine Alpha-Wand oder sowas ist. Hier können wir irgendwie auch noch runter. Ich probiere das gerade mal eben.
Hier kommen wir wieder hoch, alles klar. Aber warum kommen wir hier runter? Können, Schrägstrich, müssen wir hier was machen? Das sieht natürlich auch schon geil aus, ne? Auch so mit dem Licht einfach. Finde ich mega. Mega. So. Kollege, wo bist du denn? Ein paar Gasflaschen. Natürlich alles wieder nicht beschriftet. Wer soll sich denn bitte hier noch zurechtfinden? Mann, Mann, Mann. Ja, ist klar. Ein dünnes Holzbrett als Übergang. Doesn't seem too stable. Das, hier wird Arbeitssicherheit groß geschrieben. Und da wundern sich, dass die Leute hier sterben. Wahrscheinlich muss ich gleich rennen. Wow! Das war schon mal, das war irgendwie klar. Und jetzt, oh, ich dachte, jetzt ist er wieder da und tritt uns wieder runter. Alles klar. Oh, fuck, that was close. Everything wants to kill me in here. Das hatten wir schon mal, nur im Haus, in der Vergangenheit. Das Haus scheint mich umbringen zu wollen. Hier scheint ihn die Mine umbringen zu wollen. Okay, schade, ich dachte, wir könnten das irgendwie bewegen. Hätte ich ihn gerne mal runtergeschmissen, einfach nur so just for fun. Das sieht doch wieder aus, als könnten wir hier irgendwas machen. Oder auch nicht. Hier vielleicht. Okay. Kann ich den irgendwie hoch oder sowas? Dieses Seil? Okay. Kann ich scheinbar nichts machen.